herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Donnerstagmorgen. Sattel um. Okay. Ich sattel um, meinen Dreiachser auf. Fahren. Ja, komm, was ist? Dann lade ich einen unserer R926 kompakt. Der geht auch raus nach Mannheim. Mannheim. Ans Kombibad. Da, wo der Cut 336 steht. Hoppla. So, ich hab gestuckt. Dran. Dann geht's ab. Dass meine Fernbedienung geht, weil die macht ja die letzten Zeit ein bisschen Mucke hier. Sieht gut aus.
aus. Ich muss kurz den Rundblicker anmachen. Danke, ciao. Abgehängt. Das gute Stück hier vorne, das hier raucht, den lade ich jetzt. Den laden wir jetzt. Wie gesagt, der geht noch hoch nach Sembach. Und sein Lagerplatz. So. Dazwischen fehlen mir leider die Aufnahmen. Und von Sembach bin ich dann wieder zurückgefahren. Wie man sieht, hier lade ich jetzt einen L55, einen Radlader, und der geht nach Ludwigshafen.
Sieht die Karre aus. Hier rein und stelle mich selber an die Seite. Komm hier. Oh, Baum. Hoch, aber ich habe keinen Plan, ob ich hier richtig bin. Eieiei. Da hin und wieder raus. Oder fahre ich da runter? Mal kurz Smalltalk mit meinen Kollegen. Ja. Fahre ich nach Hause, bin fertig für heute. Aber ich lade noch vor. Heute Montag und putz noch mein Auto, dass die Mercedes den später abholen kann. So ist mal der Plan. So ist mal der Plan. Ja. So, guck, ob ich hier vorne rauskomme. Das sollte passen. So, dass er gleichpolig rechts rum. Links des Fahrzeugs ist zwar ein bisschen, steht weit vorne. Aber wie gesagt, sollte alles passen. Den 350er vor noch. Hab die Mühle noch ein bisschen gewaschen. Den da lade ich jetzt, den Kettenbagger. Mal es drauf und dann gucken wir mal. Ja? Nee, dann sattel ich ab.
mache mein Fahrzeug innen drin noch ein bisschen sauber und dann ist Feierabend.
geladen. Doch etwas grenzwertig, ne? Dachte ich gar nicht, dass der so schwer ist. Sorry. So, abgesattelt. Sorry, ich habe eben beim Filmen, ich habe so ein, weiß nicht, kennt ihr bestimmt alle, so ein Kratzhusten halt im Hals bekommen. Ich hätte beinahe gereiert. Ja, also Katastrophe. Konnte nicht mehr normal atmen. Ja. Jetzt fahre ich das Auto rufen in die, oder nicht in die Werkstatt, sondern vor die Werkstatt und räum aus. Dann muss ich mal fragen, mal gucken, was ich morgen mache. So, hi. Samstagabend haben wir es. Es ist 18.17 Uhr. Mein LKW ist vor 2 Stunden oder so aus der Werkstatt gekommen. Den mache ich jetzt mal fertig, weil, wie gesagt, den Hitachi, den ich geladen habe, der geht nach Lichtenfelde hoch bei Berlin. Aufgesattelt, den lasse ich jetzt auch so stehen. Den hebe ich erst hoch, wenn ich dann losfahre. Ja, haben sich nichts runtergetaut. Okay, wenn wir morgen Abend rausfahren, kehre ich das noch ein bisschen ab. Die Lampe könnte ich noch dran machen gleich, ne? Na wohl, das mache ich erst, wenn ich abgekehrt habe. So. Dann sind wir eigentlich soweit für heute fertig. Wie gesagt, die Lampen machen wir noch dran. So, ja. Ich habe auch extra den Besen noch hier hingelegt, dass ich, wenn ich losfahre, dass ich weiß, dass ich den noch abkehren muss. Okay, der Hebel, der steht auch richtig. Der ist fett, hätte ich gerne nachfüllen. Reicht noch für den Tag. Wenn er so steht, ist die Versorgung über die Maschine, über die Zugmaschine. Wenn der so steht, ist die Versorgung über die Pumpe. Hier ist eine Tankanzeige, zeigt, wie viel Hydrauliköl im Moment in dem Tank. Der ist hier etwa da im Rahmen verbaut. Da oben ist die Tankentlüftung. Ja, wir arbeiten mit dem LKW. Ist auch nicht mehr die Originale. Die Originale war schon mal defekt. Da ist hier ist eigentlich ein Stahlrohr hier rüber. Ja, aber das ist jetzt ein Schlauch. Eben wie gesagt, weil die Originalkupplung oder das Originalventil war halt eben schon mal defekt. Sattelplatte ist zu, jawohl. Gut. So. Nochmal Zündung an. Machen wir Schluss für heute. Machen wir Schluss für diese Folge. War halt wieder Freitag. Freitag habe ich auch nichts gefilmt, weil ich mit meinem Kollegen, mit dem Abroller war ich unterwegs, der hat einen Abriss gemacht und ich bin ein bisschen Bauschutt, ein bisschen Schotter bei. Ich habe ein bisschen Bauschutt weg und ein bisschen Schotter beigefahren. Im Anschluss haben wir noch den Bagger dann zusammen verladen mit seinem Fahrzeug und den Bagger hierher auf den Hof gebracht. Das war alles, ja. War nicht so. Auf jeden Fall, morgen Abend geht es dann weiter in Richtung Berlin. Ludwigsfelde, nicht Lichtenfelde. Entschuldigung, Moment, ich habe da einen Schmarrn an der Kamera. Ich habe sowieso einen Schmarrn. Ja, mache jetzt Schluss hier. Vielen Dank fürs Zusehen.
hoffe, es hat trotzdem wieder etwas Spaß gemacht. Blöder Spruch. Egal. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bleibt gesund, haut rein. Bis denn. Tschüss.